Ja, ich schicke euch und Ihnen mal wieder einen lieben Gruß. In diesem Jahr wären die beiden 85 Jahre alt geworden. Sie sind tatsächlich an einem und demselben Tag zur Welt gekommen. Christo und Jean-Claude. Christo ist in diesem Jahr gestorben, seine Frau schon 2009. Dieses großartige Künstlerehepaar, das uns auf so besondere Weise geholfen hat, Gebäude, Gegenstände ja ganz neu zu sehen. Einfach dadurch, dass die beiden alles Mögliche und scheinbar Unmögliche verhüllt haben. Dosen, Flaschen, Autos, Schluchten, Küstenstreifen, ja sogar den Reichstag in Berlin. Mit ihren künstlerischen Aktionen wollten sie uns sinngemäß zurufen: Löst euch mal von eurer gewohnten Sicht, schaut mal etwas genauer hin, entdeckt, was hinter der Oberfläche, unter der Oberfläche liegt. Als ich vor kurzem wieder mal eines ihrer Kunstwerke gesehen habe, das war in einer Praxis, da kam mir so der Gedanke: Was würden die beiden wohl heute verhüllen? Was bräuchte aktuell mal einen schärferen, tieferen Blick? Wo wäre es angebracht, mal genauer hinzuschauen, hinter das Äußere zu gucken? Und meine Idee, ich glaube, wir täten gut daran, ja, einmal den Menschen zu verhüllen, damit wir unser Urteil über ihn nicht allzu sehr an Äußerlichkeiten festmachen, an seiner Hautfarbe, seiner Herkunft, seinem Beruf. Würden wir den Menschen verhüllen, könnten wir nicht mehr sehen, ob er eine helle oder eine dunkle Hautfarbe hat, ob er wie ein Drogendealer aussieht oder eher wie ein Polizist. Wir könnten nur noch hören, was er sagt und sehen, was er tut. Der verhüllte Mensch klingt komisch, aber wir würden ihn besser sehen. Nicht getrübt, beeinflusst durch unsere Mutmaßungen, Vorurteile, sondern etwas mehr, ja, wie er wirklich ist. Das könnte gerade in diesen Tagen sehr hilfreich sein, wenn man nur zum Beispiel denkt an die zunehmenden Fälle von Rassismus oder anderen Vorurteilen, mit denen wir sehr schnell anderen Menschen begegnen. Sie in Schubladen zwängen, mit Blick auf ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre Religion oder ihre Herkunft. Mir ist es jedenfalls schon öfters passiert, dass der erste Eindruck eines Menschen mich total getäuscht hat. Manchmal kann es hilfreich sein, aber viel häufiger erlebe ich, dass er mich auf eine falsche Fährte führt. Denn der Mensch ist immer mehr als die Summe seiner Äußerlichkeiten. Er hat eine Geschichte, er hat ein Herz und er hat in aller Regel auch einen guten Willen. Auf das Wesentliche schauen, das in den Blick nehmen, darauf kommt es an. Und hierzu gibt es schon von Paulus im Neuen Testament einen wichtigen Hinweis, wenn er nämlich den Galatern schreibt: Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? So ruft er der Gemeinde in Galatien zu, die sich in einem Streit über Äußerlichkeiten verheddert hat. Und weiter schreibt er dann: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich oder weiblich, ihr alle seid einer in Christus. Man muss das christliche Bekenntnis vom Apostel Paulus nicht teilen, um zu sehen, dass wir Menschen doch etwas gemeinsam haben, das tiefer liegt als alle äußeren Unterschiede. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Wir wollen Frieden, Gerechtigkeit. Wir sehnen uns danach, gewertschätzt, geachtet, respektiert zu werden. Wir streben nach einer besseren Welt. Die Art und Weise, wie wir das tun, kann sich sicherlich sehr unterscheiden, aber im Grunde sind wir auf einem ganz ähnlichen Weg unterwegs. Das wieder mehr in den Vordergrund unseres Denkens zu rücken, das fände ich toll und zurzeit wohl sehr angebracht. Durch Verhüllung? Ja, warum eigentlich nicht? Denn zumindest teilverhüllt laufen wir ja gerade alle herum mit einer Maske im Gesicht. Ich kann in dieser Maske nur einen ziemlich unbequemen Hygieneartikel sehen oder aber eine Erinnerung daran, doch mal etwas genauer hinzuschauen und zu entdecken, was sich hinter der Oberfläche, hinter dem Äußeren verbirgt, hinter dem ersten Eindruck und dem gewohnten Urteil. Vielleicht ist es ja ein ganz freundlicher, liebenswerter Mensch, der da gerade vor mir steht, an der Bushaltestelle, im Geschäft, auf der Straße.
Ich glaube, lohnt sich mal darüber nachzudenken. Vielleicht, wenn wir den nächsten Menschen mit Schutzmaske vor uns sehen und vor uns haben.